Willkommen, Freunde. Wenn Menschen Tieren helfen, erwarten sie keine Dankbarkeit, weil sie denken, dass Tiere zu solchen menschlichen Gefühlen nicht fähig sind. Der folgende Fall ereignete sich in Norwegen. Ein örtlicher Zoologe erforschte Biber in ihrer natürlichen Umgebung. Einmal bemerkte er einen Biber, der kaum noch am Leben war, nachdem ein Baum auf ihn gestürzt war. Der Biber hatte den Baum anscheinend für seinen Damm gefällt, aber offensichtlich den Stamm an der falschen Seite angenagt. Der Mann befreite den Biber und wollte weiterziehen, aber irgendetwas hielt ihn auf. Der Biber konnte nicht laufen und war sehr schwach. Da nahm der Zoologe das arme Tier auf den Arm und brachte es zum Auto. Der Mann brachte den verletzten Biber in eine Tierklinik. Dort wurde er untersucht und behandelt. Aber der Biber konnte sich noch nicht selbst ernähren und war auf Hilfe angewiesen. Der Retter beschloss, seinen neuen Freund zu sich nach Hause zu nehmen. Zu Hause freuten sich die Kinder über das neue Haustier. Die Frau des Zoologen aber behandelte den Gast mit Vorsicht. Der Biber bekam ein eigenes Zimmer, in der eine Kiste, eine Schüssel mit Wasser und viele Zweige aufgestellt wurden. Am zweiten Tag bekam der Biber wieder Appetit. Eine Woche später schien das Tier vollkommen gesund und voller Kraft zu sein. Mit der Zeit gewöhnten sich die ganze Familie und sogar die Frau an das Tier und gaben ihm den Namen Bob. Es kam die Zeit, den Biber in die Natur zu entlassen. Die Kinder baten Bob zu behalten, aber der Vater erklärte ihnen, dass ein Biber nicht in Gefangenschaft leben könne und es für ihn in freier Wildbahn am besten sei. Dann brachte der Mann den Biber ins Auto und fuhr ihm zu dem Ort, an dem er ihn gefunden hatte. Er dachte, dass Bob weglaufen würde, sobald er ihn freiließe. Aber der Biber hatte es nicht eilig, seinen Retter zurückzulassen. Es schien, als wollte er den Mann nicht verlassen. Bob schaute dem Zoologen in die Augen, als würde er Danke sagen. Erst danach drehte er sich um und tauchte ins Wasser. Wisst ihr viel über Biber? Lasst uns diese ungewöhnlichen Tiere näher kennenlernen. Einst wurde wegen des schönen Fells massenhaft Jagd auf Biber gemacht. Anfang des 20. Jahrhunderts waren Biber in Europa praktisch verschwunden. Ihre Population konnte jedoch teilweise künstlich wiederhergestellt werden. Derzeit gehören Biber nicht zu den gefährdeten Arten. In der internationalen Roten Liste werden sie als nicht gefährdet geführt. Die Vorderzähne des Bibers sind orange, weil ihr Zahnschmelz Eisen enthält. Biber sind strenge Vegetarier und nehmen nur pflanzliche Nahrung zu sich, hauptsächlich Holz. Am liebsten mögen sie Espe, Pappel, Birke und Weide. Um am Holz zu nagen, brauchen sie sehr kräftige Zähne. Eisen macht die Zähne hart. Da sich die mit eisernem Schmelz bedeckte Vorderseite der Zähne langsamer als das weiße Dentin auf der Rückseite der Zähne schärft, sind die Zähne des Bibers selbstschärfend, während er seiner Lieblingsbeschäftigung nachgeht. Der Schwanz des Bibers erfüllt mehrere Funktionen gleichzeitig. Der breite Schwanz wird beim Schwimmen als Ruder eingesetzt. Darüber hinaus warnt er andere Biber bei der Annäherung anderer Raubtiere. An Land dient der Schwanz als Stütze, die es dem Biber ermöglicht, aufrecht zu sitzen, sowie als Gegengewicht, wenn der Biber schwere Stämme mit den Zähnen schleppt. Schließlich gehen Zoologen davon aus, dass im Schwanz überschüssiges Fett gespeichert werden kann, wie in den Höckern des Kamels. Warum bauen Biber Dämme? Es gibt mehrere Zwecke. Schutz vor Raubtieren und Regulierung eines Flusses. Biber bevorzugen Gewässer mit langsamer Strömung und ruhige Teiche. Durch Vertiefung des aufgestauten Teichs erreichen die Biber, dass der Teich nicht bis zum Boden gefriert. Dies ist wichtig, da die Vorräte für den Winter am Grund gelagert werden. Biber stecken Äste in den Boden, die auf diese Weise lange frisch gehalten werden. Biber haben technische Fähigkeiten. Die Dämme haben je nach Strömungsgeschwindigkeit unterschiedliche Formen. Wenn ein Bach ruhig fließt, ist der Damm gerade. Wenn ein Fluss schnell fließt, ist der Damm gekrümmt. Die Krümmung sorgt für Stabilität. Wenn die Strömung sehr stark ist, errichten die Biber oberhalb des Flusses kleine zusätzliche Dämme. Außerdem sparen sie im Damm Durchlässe für die Ableitung von überschüssigem Wasser aus.
Ob mit dem Damm alles in Ordnung ist, beurteilen Biber nach dem Geräusch des Wassers. Sie erkennen sofort das Problem, wenn sich das Rauschen irgendwie verändert. Biber bauen Dämme allein oder in Gruppen, wobei die ganze Gruppe nach einem gemeinsamen Plan arbeitet. Wenn es am Ufer des Gewässers keinen Platz gibt, um ein Loch zu graben, weil es zu sumpfig ist, bauen Biber direkt auf dem Damm oder auf einer Sandbank eine Unterkunft aus Ästen, Schlamm und Steinen mit Eingängen unter Wasser. Einige Biberhütten sind so groß, dass ein Mensch darin Platz hat. Die Hütten werden von den Bibern sauber gehalten. Wenn der Wasserstand im Fluss steigt, erhöht der Biber den Boden der Hütte oder der Höhle, im letzteren Fall, indem er Erde von der Decke kratzt. Biber sind nützlich für die Umwelt. Diese Tiere spielen eine wichtige Rolle bei der Schaffung von Lebensräumen für viele wasserlebende Organismen. In Ökosystemen, in denen Biber gestaltend wirken, nimmt die Artenvielfalt zu, insbesondere die der Wasservögel. Dem Menschen bringt die Aktivität von Bibern ebenfalls viel Gutes. Durch die Dämme wird ein ausreichender Grundwasserspiegel aufrechterhalten. Darüber hinaus dienen Eindeichungen, wie alle Feuchtgebiete, als natürliche Barrieren gegen über die Ufer tretende Flüsse. Sie schützen vor Überschwemmungen und Erosion der Ufer. Biber sind monogam, aber nicht unbedingt treu. Ein junges Paar oder ein junges Männchen, das nach einem Weibchen sucht, bauen einen Wohnbau oder eine Höhle und gegebenenfalls auch einen Damm. In seinem Bau wird das Paar ein Leben lang wohnen, wenn keine höhere Gewalt eintritt. Biber paaren sich im Januar bis Februar und im April bis Mai werden 1 bis 8 Jungtiere geboren. Die Jungtiere leben im Durchschnitt bis zu 2 Jahre bei ihren Eltern. Dann begeben sich die heranwachsenden Jungtiere auf die Suche nach ihrer Hälfte. Eine kuriose Nuance: Laut genetischer Forschung halten sich eurasische Biber gegenseitig die Treue, während sich kanadische Biber nicht dadurch auszeichnen. Nicht immer ist das Familienoberhaupt der biologische Vater der Jungtiere. Vielleicht liegt das an einem anderen sozialen Verhalten. Nordamerikanische Biber sind weniger aggressiv und leben dichter zusammen. Der größte Biberdamm der Welt hat eine Länge von 850 Metern. Er befindet sich im Buffalo National Park in der kanadischen Provinz Alberta. Dies ist ein riesiger Park, größer als die Schweiz. Der Damm wurde nicht von der Erde aus, sondern zuerst aus dem Weltraum bemerkt. Er wurde 2007 auf einem Satellitenbild entdeckt, als mit Hilfe dieser Aufnahmen Veränderungen des Permafrostbodens in diesem Teil Kanadas untersucht wurden. Experten meinen, dass an diesem Damm seit den 1970er Jahren mehrere Generationen von Bibern gebaut haben. Bibersekret wurde in der Parfümerie verwendet. Das stark riechende Sekret mit der Bezeichnung Castoreum wird aus speziellen Drüsen neben dem After freigesetzt. Mit seiner Hilfe markieren Biber das Revier und gehen auf Partnersuche. Die Zusammensetzung und der Geruch des Castoreums ist so einzigartig wie Fingerabdrücke. Da Castoreum einen Vanillegeruch hat, wurde es früher in der Parfümerie und der Lebensmittelindustrie verwendet. Jetzt wird es wegen seiner hohen Kosten praktisch nicht mehr genutzt. Glücklicherweise gibt es synthetische Ersatzstoffe. Bis heute glauben jedoch viele Menschen an die heilenden Eigenschaften von Castoreum, das angeblich die Immunität steigert und die Potenz bei Männern verbessert. Es gibt dafür zwar keine klinischen Beweise, aber Castoreum wird als Mittel der traditionellen Medizin verkauft. Hierfür werden Biber auf Farmen gezüchtet, wobei das Sekret bei den lebenden Tieren gewonnen wird. Das war's für heute. Schreibt eure Meinung zu diesem Video in den Kommentaren. Gebt dem Video ein Like und bis bald!